Willkommen bei diesem Format. Das ist der zweite Teil und vom zweiten Teil der zweite Teil. Aus einem Buch, ja, von Besser Leben in Bezug zu meinen Gedanken und Gefühlen und das, was mich weiterbringt im Leben. Der Sinn dahinter ist für jeden anders, ja, und das Verständnis natürlich auch. Und du kannst gerne auch beim Podcast-Format oder bei YouTube unter dancool-hallo-nachbar oder dancool oder dennis-cool schauen und dann findest du noch mehr solcher Beiträge, die sehr wahrscheinlich irgendwas in deinem Bewusstsein bewegen können, werden und dürfen. Und jetzt geht's weiter. Auch wenn man schön gesprochen hat, ist eine Frage. Auch wenn man schön gesprochen hat, dann sollten daraus Taten, die Umsetzung folgen. Also wenn du etwas gesagt hast, was andere begeistert und sie mitreißt, aber sie dann sehen, du tust gar nichts daran, um davon irgendetwas wahrzumachen, hast du ein Problem. Denn dann ist das Problem auf deiner Seite, du bist das Problem. Aber sobald du etwas aussagst, etwas wirklich glaubhaft rüberbringst und du wirklich daran glaubst, dann folgen daraus Taten, weil du dich selber überzeugst und die Umsetzung folgt. Alles, was nur als heiße Luft in ballonartigen Blasen aus Gedanken, Gefühlen und Ideen entstanden ist, sollte für dich und das Gegenüber gefestigt werden. Also wenn du etwas hast, was noch schwammig ist, konstruiere es, erdenke es immer bildlicher, visueller, greifbarer und erzeugst damit etwas, was wirklich Materie bringt. Jeder Gedanke erzeugt Bewegung und Energie. Und wenn du diese Energie leiten lernen kannst, kannst du damit wunderbare Sachen in die Welt bringen. Jeder Erfinder arbeitet so. Er denkt sich etwas aus, kombiniert und schon hast du was Neues. Ja, eine Kaffeemaschine mit Vanillegeschmack oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall kannst du verschiedene Nuancen verbinden. Ja, ich kreiere gerne spektakuläre Shakes, die für mich lecker sind und vorteilhaft durch die ganzen Wildkräuter und durch andere Zutaten. Ja, ich bin Fan von wirklichem Kakao. Und das haut rein. Das führt meinem Körper die Nährstoffe zu, ja, die Bitterstoffe, die Pflanzenfasern, ja, das schöne Chlorophyll, was ich brauche, um energetisch zu sein, um eine gute Verdauung zu haben und wohlgestimmt. Die meisten Menschen hauen sich irgendeinen Firlefanz rein, wo sie dann den ganzen Darm mit stilllegen, wo sie mehrere Tage brauchen, um den Kram überhaupt vom Magen in den Darm zu transportieren, kriegen Sodbrennen, pfeifen sich irgendwelche Medikamente rein und fragen sich, was sie falsch gemacht haben. Ja, also, komm aus dieser ballonartigen Blase raus, der Unrealität, ja, und erzeuge die Realität in einer Kugel, in einer Blase, die du mit den richtigen Gedanken und Gefühlen füllst, mit den richtigen Ideen, um sie dann auch, ja, dadurch, dass du sie erklären kannst, dadurch, dass du sie beschreibst, dein Gegenüber bringst und er es für real hält und wirklich für ihn nutzbar, greifbar, ne? Festige es. So kannst du greifbare Realität entstehen lassen. So wirst du als kompetent wahrgenommen. Umsetzungsstark. Du wirst zu einem Menschen, ein Unternehmer, in Klammern, ein Partner. In jeglicher Beziehung wirst du sichtbarer, greifbarer und führst zu einem Wohlfühlfaktor. Das ist etwas, was dich in deiner Persönlichkeit auszeichnet, dass du etwas beschreibst, für etwas stehst, für etwas brennst, für etwas lebst, anderen die Energie vermittelst, was Spaß, was Freude, Vitalität ist, was Lebenskraft. Du strahlst Gesundheit aus und bringst dazu, Menschen aus dem Haus rauszukommen und ihre Träume zu verwirklichen. Du setzt dich ab von diesen ganzen kalten Nudeln oder von dem Nudelwasser, ja, von den Nudelwasserkochern da draußen, die keine Erfahrung haben und keinen Geschmack. Nur Nudeln im Wasser schmecken nicht besonders gut. Und wenn du sie so lange im Wasser lässt, dann lösen sie sich auch noch auf. Ja, also schau, dass du die richtigen Zutaten zusammenbringst. Dann können Nudeln eine wunderbare Grundsubstanz sein, um den Geschmack, der im Außen ist,
ja, in dein Inneres hineinzubringen. Die richtige Pasta, ne? Du bringst Farbe und Glanz in die Leben. In diese Leben da draußen. Du erzeugst ein Gericht, welches durch Meisterhand in verschiedensten Gängen aufgebaut und serviert werden wird. Achte darauf, dass der Preis und die Dienstleistung von den Menschen geschätzt wird. Die Qualität ist also ausschlaggebend. Und so kommen wir zu einer Frage, die, glaube ich, sehr gefühlvoll ist, sehr reizvoll. Und diese Frage ist: Was ist mit deiner Liebe? Fragezeichen. Ja, zu dir sagen. Ja, zu dir sagen. Die Betonung von Wörtern ist ganz ausschlaggebend. Also noch einmal, was ist mit deiner Liebe? Sag ja zu dir. Ja, zu dem zu sagen, was dein Herz spricht, fragt oder aussagt. Den Mut zu fassen, es nicht zu lassen, also weiterzumachen. Sich das Gefühl der Freiheit zuzulegen, sich selber zu segnen. Traust du dich, mit deiner Persönlichkeit zu sagen, ich bin ein gesegneter Mensch, ich habe Glück, ich habe Selbstbewusstsein, ich gehe auf den Mann, die Frau zu, auf die Menschen da draußen, auf die Wesen, Hund, Katze, Maus, Stier, Wal, Pinguin, wer weiß was, kannst du dir aussuchen und möchte eine Beziehung aufbauen. Ja, zur Liebe zu sagen, ist die Seite der Medaille, die das Licht ist. Doch da, wo Licht ist, ist auch der Schatten, fest damit verbunden mit dem Licht. Aber wer Zweifel bzw. Angst hat, sich dessen auszusetzen, wird nie richtig leben. Was Liebe oder die Liebe zum Leben beinhaltet, ist also der Gedanke, dass ich Mut habe, Liebe zuzulassen und auch Mut habe, enttäuscht zu werden. Da ist das Ganze ein Spiel auf Zeit mit Sonne, Mond und Sterne, Hitze, Kälte, Nässe, Trockenheit, Kribbeln und alles, was im Auf und Ab der Gefühle existiert. Also beschreib es dir selber, auf welchem Auf- und Abkurs du dich gerade bewegst. Alles, was wir uns vorstellen können oder erleben, was unvorstellbar für uns war, doch das kann erfahren werden. Also stell dir vor oder lass dich überraschen, was für dich vorher unvorstellbar war, und erfahre es. Alles an Taten, Träumen, Sinnlichkeit ist eine Entscheidung zur Handlung. Also handle mit deinem Geist, mit deinem Bewusstsein. Reiche eine Hand der Liebe deinem Gegenüber und dir selbst. Ganz wichtig. 22.46 Uhr am 9.09.23. Und seit jeher sind alle Lebewesen darauf ausgerichtet, mit ihrem Organismus und Stoffwechsel sich anzupassen an das Umfeld und seine Gegebenheiten, ob es klimatische Veränderungen sind oder Bestandteile aus sozialen und geologischen Prozessen. Genau. Wenn die Welt sich für dich ändert oder gegen dich ist, das ist immer eine Wahrnehmungssache und ist abhängig von deinen Fähigkeiten. Also ist es entscheidend, welche Art diese Fähigkeiten sind und wie du sie entwickelst. Ausbaust und einsetzt. Wie du neue entscheidende Elemente hinzufügst zum nutzbaren Werkzeug deines Lebens. Deines erfolgreichen Überlebens. Du darfst dein Überleben mit den Werkzeugen formen. Also wie formst du es?
Erst wenn du gelernt hast, alte Dinge zu erkennen, neue Dinge zu erkennen und kreativ zu verbinden, zu kombinieren, dann hast du eine Wissenschaft entdeckt und du bist dann ein Forscher in dir selbst. Der Erfolg durch Erfahrungen wird in deine DNA übergehen. Das geschieht aber nur, wenn du es zulässt, ja, und mit Ausdauer und Zielstrebigkeit als Konzept in deinem Leben handelst. 5.32 Uhr am 12.09. wird das sein, 23. Also wenn man nicht weiß, was man tut, was man tun soll, dann tut man das, was man kann. Also wenn du nicht weißt, was du tun sollst oder was du tust, was man tut, dann tut man das, was man kann. Also überleg dir, was du tun kannst und nicht, was du nicht kannst. Hunger weckt Intelligenz. Denn dann bist du auf der Suche nach dem, was dir als Quell des Lebens dienen kann. Menschen, die niemals Hunger erfahren haben. Hunger ist auch der Durst nach Wissen oder das, was wir an Nährwert oder an Mehrwert aus Erfahrungen für uns aufsaugen. Es geht in unsere Zellen über und wird zu uns. Zu unserer Persönlichkeit, zu unserem Charakter, zu unserer Vitalität, zu unserer Potenz, zu unserer Lebensfreude. Wenn du voll bist, brauchst du dich nicht mehr bewegen. Das ist das, was ja heutzutage der Fall ist. Die Menschen sind so gesättigt mit ganz viel Schwachsinn, mit ganz viel groben Ablenkungen, mit Unfug, mit ungesunden Lebensmitteln. Und das erzeugt dann die Auswirkungen der Krankheit, der Faulheit, des Absterbens, ja, des Hungers, des Durst. Die Menschen sitzen heute oft sehr, sehr lange vor Bildschirmen und vergessen, das Richtige wahrzunehmen beim Essen. Sie stopfen sich irgendwas rein und finden es fein, sind dabei allein, ja, träge und schwach, eventuell ganz fett. Und das ist nicht nett. Also dürfen wir da doch darauf achten, dass wenn wir unsere Gesundheit pflegen, wir ein richtig gutes Maß an körperliche Konstitution und Gefühl erhalten. Sonst verfällst du in eine Starre, in einen Zustand der Starre, vergleichbar eines Kokons einer Raupe, die doch das Potenzial entfalten kann, ein Schmetterling zu werden. Also frage dich, wie kann ich als unbeweglicher Kokon, ja, mit Leben drin, aus diesem Kokon ausbrechen und meine Potenziale entfalten, meine Flügel sozusagen, und dann als ein Schmetterling so frei in die Welt hinaus zu fliegen. Natürlich gibt es auch Grenzen, ein Schmetterling wird auch eventuell gejagt, aber in sinnbildlicher Sache ist der Kreislauf des Lebens nun mal so, dass irgendwie irgendjemand immer frisst, jagt, ja, kaputt macht, aus irgendwelchen Gründen des Unwissenseins, also des fehlenden Wissens und aus Angst oder daraus, ja, entstehend, weil man einfach nicht offen ist mit seiner Seele und mit seinem Herzen. Viele Menschen hauen Spinnen kaputt. Nicht, weil die Spinne ihnen was tut, sondern weil sie meinen, sie werden angegriffen in diesem Raum, den sie ihr Haus nennen. Und dabei hat das andere Gründe, warum die Spinne da ist. Die Spinne ist da, weil sie irgendwo dort Nahrung fand und ja, alles eine Wahrnehmungssache halt. Also schau, dass du die Position erhältst, erreichst, wo du dich einfach freier fühlst, lebendiger, ja, und lass dir nicht von anderen etwas nehmen, lass dir nicht die Flügel ausreißen, sodass du auf den Boden fällst und dann einer auf dich drauf tritt, weil du nicht mehr laufen kannst, ja, Beine oder sowas. Manche Menschen ziehen ja auch, fliegen die Flügel raus und die Beine und machen irgendwas, ja, mit anderen Tieren auch. Aber je näher es im tierischen Bild
an uns Menschen heranreicht, Hund, Katze, Maus oder so, Känguru, ja, empfinden wir mehr Mitgefühl. Und jetzt fragt euch mal, wo das Mitgefühl herkommt. Das Mitgefühl kommt immer daher, wenn wir uns mit etwas vergleichen können. Ja, wenn wir eine Beziehung mit dem anderen Wesen aufbauen können. Wenn wir merken, das spürt genau die gleichen Schmerzen wie wir selber, das hat die gleichen Gefühle. Und wir interpretieren das da rein. Dieses Pferd zum Beispiel ist sehr menschlich vom Charakter. Es hat ja die gleichen Gefühle wie ich. Schmerz, Beziehungsgefühle, Abhängigkeit sind Gefühle, die fast überall existieren, egal wo, in welchem Bereich. Die Schwachen folgen immer den Starken. So war es immer. Und wenn du stark bist, dann folgen dir die Schwachen. Dann hast du aber auch ja, die Verantwortung, für die Schwachen gerade zu stehen und sie nicht alleine im unvorteilhaften Wetterverhältnis stehen zu lassen. Also, sei jemand, der nicht den Schmetterling, der gerade fliegen möchte, in ein Glas einfängt, ohne Sauerstoff und dort, ja, ich sag mal, sterben lässt, sondern sei jemand, der dafür spricht, es leben zu lassen. Und egal wie kurz das Leben in Freiheit ist, man darf es doch leben und man sollte es nicht eingrenzen, beschneiden, verkürzen durch irgendwas, was man selber meint, was besser wäre, aber dann doch da nicht so vorteilhaft ist. Also, beenden wir diesen schönen Podcast hier, diese Folge, ja, mit diesem kleinen kreativen Ende, mit dem Schmetterling und dem Kokon und deiner Freiheit. Und wenn du mehr Interesse hast an diesen Formaten, schau wie gesagt gerne bei mir vorbei unter Dennis Kuhl. Findest du verschiedenste Beiträge auch bei YouTube, Instagram und anderen Kanälen. Und wir können auch mal ein gemeinsames Gespräch führen, um kreativ irgendwie in den Bereichen Gesundheit, Bewegung, Persönlichkeit ja, an dem richtigen Punkt anzusetzen, der dich weiterbringt. Traumgespräche sind auch so ein Bereich. Also, was machst du in deinen Träumen? Kannst du sie steuern? Kannst du dich darin bewegen? Oder wirst du von außen beschnitten und siehst die Welt nur noch grau und unvorteilhaft für dein Leben? Also, atme auf, mach dich groß, lass es knacken, beweg deine Zellen, deine Knochen, deine Sehnen, massiere dir die Rübe, zieh dir die richtigen Frequenzen rein und dein Leben wird auf jeden Fall besser. Im Hintergrund hörst du übrigens ein paar Frequenzen und das sind jetzt Heilfrequenzen für ja, Meditation und Schlaf. Die sind jetzt auf 417 Hertz ja, und damit kannst du dann auch, ja, ich sag mal, alte vergangene Blockaden eventuell lösen, wenn du dich dem hingibst und den Schlüssel suchst. Also, andere Podcasts vielleicht, andere Folge, aber auf jeden Fall ist ein Schlüssel immer von Vorteil, um was aufzuschließen. Und ja, in der Liebe sozusagen ist das der Hauptgrund, ja. Wenn du einen schweren Verlust hattest in der Liebe, in der Beziehung, und das war vielleicht deine erste Liebe und du warst sowas hin und weg von diesem Menschen, und dann auf einmal ist es aus und dann bist du nur noch auf der Flucht quasi vor diesen Gefühlen, die du hattest, gehst in andere Beziehungen rein und du fragst dich, warum funktioniert es nicht? Dann kann es sein, dass du die alte Beziehung noch gar nicht losgelassen hast, dass dein Herz noch gar nicht bereit ist für die Beziehung und dir etwas fehlt. Und zwar die, ja, ich sag mal, die Sache, die dir die Freiheit wieder schenkt, die dich aufatmen lässt, die wirklich innere Blockaden und Ängste löst. Also sei mutig zu sagen, hey, ich fühle diesen Schmerz, ich weiß, woher der Schmerz kommt, ich mache jetzt keinen Scheiß mehr, ich möchte den anderen Menschen, den ich kennenlerne, doch nicht verletzen oder ausnutzen oder nur halbherzig in eine Beziehung gehen. Ich möchte mehr fühlen, mehr bewusst sein, mehr bei meinem Partner sein, mehr unterstützen, mehr Geborgenheit fühlen, mehr Wärme, mehr Liebe, mehr Sinnlichkeit und auch mehr Erfolg. Wir unterstützen uns dann gegenseitig und bauen auf eine Beziehung, die wirklich erwachsen ist, in dem Sinne, dass wir über unsere Gefühle sprechen, ehrlich und frei und sie nicht runterschlucken und diesen Schmerz, diesen muskelverkrampften Klumpen, wie als würde einer mit einem Stein auf den Brustkorb drücken, fühlen, ja, du eventuell Krämpfe kriegst, dein Atem ganz flatterig, du schwere Hitzeattacken,
Ja, Blutdruckprobleme und wer weiß was alles. Und immer wenn wir uns von den Gefühlen entfernen, dann merken wir doch, es geht uns eigentlich nicht besser. Wir verschieben es nur auf später und dann geht unsere Lebenszeit drauf und wir sind doch nicht da. Und ich möchte da sein, ich möchte da im Leben sein, ich möchte da in einer Beziehung sein, ich möchte den Menschen treffen, finden und halten und auch andere Menschen, ja, dazu ermuntern, positiv zu denken, auch wenn der Schmerz groß ist. Du durftest diesen Schmerz fühlen und das ist doch schon ein Wunder allein und ein Wunder des Lebens. Ja, dass dein Leben ist, das Wunder ist nun mal Leben und Leben ist ein Wunder. Hast du das Licht in dir, fühlst du es, spürst es und öffnest es. Und das ist das, wenn wir die Augen schließen, was siehst du dann? Kannst du dir wirklich alles real vorstellen oder siehst du alles nur grau? Siehst du Farben? Siehst du Formen? Siehst du wirkliche Gegebenheiten? Siehst du Fantasiewelten? Siehst du Realitäten und Möglichkeiten? Also, Träume sind nicht nur etwas, was in der Fantasie ist. Träume sind das, was wir sehen und dann in die echte Welt bringen. Und es sind Gefühle, Emotionen und Lehren. Und wenn wir uns lehren, die Leere in unserem Herzen zu füllen und zu spüren, dieses Auf und Ab, dieses Herzschlagen, dieses Getose, diese Konflikte und diese Lösungen, diese Geborgenheit, diese wundervolle Beziehung, die Gespräche, egal an welchem Ort, ob am Lagerfeuer, im Urlaub oder in alltäglichen Situationen an der Einkaufskasse deines Supermarktes, dann wirst du erkennen, dass jeder Blick, dass jedes Gefühl sich ausdehnt in den Raum und einen Mehrwert erzeugt. Und wenn du nicht in der Lage bist, ja, den Menschen auf dem Parkplatz deinen Parkplatz zu überlassen, wenn du rausfährst, ja, dann glaube ich, dann fehlt dir etwas. Denn dir fehlt etwas, was Vertrauen heißt. Vertrauen in das, dass dir nichts genommen wird, sondern dass du etwas gibst. Gib dich nicht auf, sondern fass dir ein Herz, fass dir dein Leben und erfasse die Liebe und das Leben der anderen, die Bedürfnisse und die Wünsche. Dann hast du große Vorteile und glaub mir, diese Vorteile bringen dich voran im Leben, wenn du aufmerksam bist und freundlich und andere nicht verletzt. Denn oft passiert das nur, weil wir noch nicht diese Erfahrung gemacht haben oder uns ignorant und verschlossen fühlen oder verhalten. Ne? Also sei nicht verhalten, sei offen, sei mutig, sei frei und ich sag mal ein klein bisschen Selbstschauspielerei ist auch dabei. Denn wenn wir uns selber vorstellen und selber ein Schauspiel bringen, uns zur Schau bringen, ja, bringen wir uns zur Schau nach außen, so kann man es glaube ich ausdrücken, oder? Jetzt kreieren wir ja gerade was ganz frei. Bringen wir uns zur Schau, zur Freiheit, dann schauen wir hinaus und fühlen in uns rein und dann sind wir auch nicht allein. Denn dann sagen die anderen, schau mal an, der Mann, die Frau, die kann, der kann. Und so können wir gemeinsam einen Mehrwert geben und auf dieser Welt weiterleben. So, jetzt haben wir es aber, ne? Sind wir philosophisch gewesen, ne? Ich wünsche einen wunderschönen Tag, euch einen wunderschönen Tag und ja, ich wünsche mir selber auch einen wunderschönen Tag und nutzt die Zeit des Jahres, gerade ist es echt heiß, also ich würde mal sagen so 35 Grad, ne? In der Sonne. Ja, ich habe die Bude ein bisschen sauber gemacht, habe mich etwas regeneriert, habe etwas Sport gemacht und Bewegung, habe etwas Sonnen getankt, war unter Menschen und bin jetzt auch für mich allein gerade daheim. Und genau das ist das, wenn wir allein sein können daheim, dann sind wir niemals wirklich allein, wenn wir richtig im Bewusstsein sind. Denn wir fühlen uns nicht allein, denn wir sind ja immer mit Kopf und Herz da. Es ist die Ruhe und die Energie, die wir, wenn wir alleine sind, nutzen, um nicht einsam zu sein. Erst wenn wir uns einsam fühlen, dann haben wir einen Mangel. Wenn wir allein sind, haben wir uns entschieden, die Zeit für uns selber intensiv zu nutzen. Gute Weisheit, oder? In diesem Sinne, bis dann und bei der nächsten Folge. Teilen, liken, lieben, leben und kommentieren. Bis dann, euer Dennis. Ciao, ciao.